Wir sitzen im Intercity 2453, hier in dieser wunderschönen 50 Jahre Intercity-Lackierung aus dem Creators Club und fahren nach Berlin Ostbahnhof. Dafür steigen wir einmal ein, Fahrtrichtungswender rein und Türen rechts auf. Daran anschließend stehen wir einmal auf, machen die SIFA an, die BZB und die LZB. ZMS-Wahlschalter ist auf aus. Das ist in Ordnung, weil wir nur mit der einer Lok fahren. Spitzensignale sind eingestellt. Da vorne fährt noch eine S-Bahn ein. Dann setzen wir uns wieder hin. So, Lichter sind auch schon an. Okay. Dann einmal den Bremsschlüssel aufgesperrt. Wir ziehen die Bremsen noch ein bisschen an. Das Signal ist hier rechts und sowieso noch rot. Zuglichter machen wir an, damit die Fahrgäste auch was sehen können. Spitzensignale, ja, auf Signalbeleuchtung. Das ist an. Führerstandsbeleuchtung ist. Ja, lassen wir die aus. Ich glaube, die gar nicht, wenn dann machen wir die Pultbeleuchtung an. Okay, dann noch einmal hier unten AFB. Erstmal auf 40 gestellt, damit wir bloß nicht die VMAX überschreiten. Dann machen wir mal die Türen schon mal zu. So, ich glaube, die Türen sind alle zu. Signal ist immer noch rot. Dann machen wir mal Folgendes. Wir ziehen mal ein bisschen die Lokbremse an und lösen dafür die Zugbremse. Aber ich glaube, die AFB-Haltebremse ist sowieso aktiviert, ne? Okay, wir müssten eigentlich schon losfahren. Also Streetpad ist wirklich grandios gut, ne? Der fährt nach Münster. Muss mal eine Sache ganz kurz in den Einstellungen umstellen, nämlich einmal hier bei den erweiterten Einstellungen und dann die Texturen auf hoch. Das gefällt mir schon besser. Da kommt noch eine 112er vorbei. Oder eine 143, ich weiß es gerade nicht. Das Ganze ist übrigens der ganz normale Fahrplan hier. Okay, machen wir Folgendes. Wir rufen mal beim Fahrdienstleiter an. Das war hier unten beim Telefon. Na, geht das nicht? Okay, geht doch nicht. Dann auf Signalwechsel warten. Okay. Dann ist das so. Dann können wir jetzt einmal kurz noch unsere Wagen angucken. Hier die klassischen Intercity-Wagen. Erste Klasse haben wir vorne, der Bauart AVMMZ, das heißt also ein modernisierter erste Klasse Abteilwagen. Und hier hinten haben wir dann die BPMMZ, also die modernisierten zweite Klasse Großraumwagen. Herrlich, herrlich, herrlich. Ah, wir dürfen. Genau. Also Bremse lösen. Okay, dann ein wenig beschleunigen und befreien.
Wir dürfen mit 90 ausfahren, also die AFB einmal hochgestellt auf die 90, nämlich hier. Ja, unsere Fahrt geht heute bis nach Bochum Hauptbahnhof. Der Zug selbst fährt dann weiter bis nach Berlin Ostbahnhof. Okay, und wir dürfen 100 fahren, also auf die 100 hoch und dann einmal so mit der Leistung auf ungefähr 50 kN pro Fahrmotor. Das ist vollkommen ausreichend. Ab hier sogar 150. Wir können schon mal die AFB hochstellen, weil wir eh noch nicht das Geschwindigkeitslimit überschreiten werden. Na? Da hat man es ganz kurz gehört, wenn man auf über 50 kN pro Fahrmotor geht, dann geht man in diesen Makroschlupf, ich weiß es nicht mehr so genau. Also im Grunde genommen Radschlupf. Hier super, super irgendwas, naja, ich habe den Begriff vergessen, wie das bezeichnet wird, hier bei der 101. So, jetzt können wir wieder ein bisschen Leistung hochschalten. Wir können hier mal auf die Fahrmotoransicht wechseln, auf dem Display links, na? So. Natürlich Signale im Blick behalten. Hier einmal über die A40 durch. Hier über die Brücken. Das hier ist, glaube ich, die Ruhr. Ich komme jedes Mal, wenn ich hier auf Hauptstrecke Rhein-Ruhr unterwegs bin, immer wieder dazu, dass ich alle möglichen Sachen, die ich hier so am Streckenrand erkenne, natürlich dann ausführlich bezeichnen und erklären muss. Und mich dann im Grunde genommen immer, wenn ich auf dieser Strecke unterwegs bin, mich auch ziemlich stark wiederhole in dem, was ich sage, würde ich jetzt mal behaupten. Das liegt halt einfach daran, dass das im Grunde genommen eine Strecke ist, die mir sehr gut bekannt ist aus dem echten Leben. Insofern ist das natürlich für mich ein leichtes, hier Sachen wiederzuerkennen, beziehungsweise auch gleichzeitig Szenerie, die nicht besonders gut umgesetzt ist, auch kritisieren zu können. So, dann fahren wir vorbei an Mülheim Ost, glaube ich, nicht Stierung, ne? Hier dieses Stellwerk, das hat man vor ein paar Jahren gebrannt. Das war schlimm. So, das musste natürlich bestätigt werden. So, bloß keine Zwangsversion kommen, also auf unter 85. Und da vorne ist auch schon das rote Signal. 500 Hertz Magnet ist an. Wir lösen aus. Na, komm, noch nicht anhalten. Die paar Meterchen können wir noch rollen. Ja, okay, dann nicht. Da hat die AFB-Haltebremse schon gegriffen. Wir können uns hier ein bisschen die Instrumentenbeleuchtung noch hochstellen. Leuchtmelder ebenfalls.
LED-Anzeige ebenfalls. Okay, dann müssen wir jetzt warten, bis hier links anscheinend einer an uns vorbeifährt. Ein schönes Thumbnail. Na, das ist ein bisschen überbelichtet. Ja, ich bin nicht zufrieden. Unser Signal ist immer noch rot. Tja, da wurde ich jetzt gerade Lügen bestraft. Unser Signal ist nicht mehr rot. So, Bremse löst sich. Ganz wichtig, wir sind jetzt hier in der 500 Hertz Einschränkung. Das bedeutet also, dass wir nicht schneller als 25 fahren dürfen, bis der Leuchtmelder hier erlischt. Und das müsste der Fall sein, sobald wir hier an dem Signal vorbeifahren. So, 500 Hertz ist aus. Also langsam Leistung wieder rauf. Ob wir hier noch auf eine Parallelfahrt hoffen können. Okay, PCP hat sich hier schon beruhigt, sehr schön, dann sind wir schon befreit und können wieder hoch auf unsere 150. Wir halten nicht in Mühl am Hauptbahnhof, das ist doch sehr, sehr schön. So wünscht man sich das doch. Hier gibt es eh nichts zu sehen. So, ab hier sind es 110. Habe ich gar nicht die Ankündigung gesehen. Und vorbei an Mühl am Hauptbahnhof. So, dann sind wir jetzt auf dem, ich finde auf dieser Strecke recht, eigentlich dem coolsten Teil, weil wir hier glaube ich vier, teilweise sogar fünfgleisig sind, ja, ich glaube zumindest viergleisig. Und ihr seht das, hier, wir haben halt grün und das Gleis hier neben uns hat auch grün. Das bedeutet also, das sind wirklich so die Stellen, wo man theoretisch richtig coole Parallelfahrten haben kann und gleichzeitig kommen einem von diesen beiden Gleisen auch noch Züge entgegen. Also das hier ist wirklich eine der coolsten Stellen, je nachdem, man muss natürlich ein bisschen Glück haben, fahrplantechnisch. Denn es kommt leider gerade gar kein Zug. Auf der Brücke kann man sicherlich gut spotten.
So, ab hier sind es 160. Oh, wir dürfen sowieso schon schneller fahren. Signal ist grün. Und einmal volle Leistung aufgeschaltet. Ist ungefähr noch 5 Kilometer bis S-Nordbahnhof. Ja, 5,2. Und einmal vorbei um Dostow. Und der 146. Hier FPS-technisch sind wir gerade bei 45, das ist doch sehr, sehr gut. So möchte man das doch haben. Hier vorbei an Essen-Frohnhausen, rechts von uns. Ich nehme schon mal die Leistung runter. Wir können rollen lassen. Jetzt gleich fahren wir an Essen West vorbei. Hier vorne steht die S1, war das, glaube ich. Müsste eigentlich Doppeltraktion 422 ist, glaube ich, die S1. Das war die Ankündigung auf 130. So, 130 sind erreicht. Wir lösen die Bremsen. Und jetzt müsste wieder eine Ankündigung kommen auf 110 oder so. Ja, doch, 110, genau. So, die sind auch schon erreicht. Und wir haben halt zu erwarten. Deshalb bremsen wir schon mal und bestätigen. Genau, das haben wir gesehen. 1000 Hertz Leuchtmelder. Leuchtet auf, wir müssen schnell auf unter 85, mein Kollege. So, PZB-Prüfgeschwindigkeit ist unterschritten. Und dann fahren wir jetzt ein in Essen Hauptbahnhof auf Gleis 6, glaube ich. Und das hier, übrigens hier, dieser Bahnsteig, also Gleis 6 und neben uns ist Gleis 4, also da wo der Dosto steht, das ist Gleis 4, ist tatsächlich der längste Bahnsteig in Deutschland. Habe ich erst vor kurzem herausgefunden. Das ist tatsächlich der längste Bahnsteig in Deutschland. So, wir fahren noch durch bis zum Signal. Und wir machen die Türen auf. Dann würde ich sagen, wenn das Signal noch rot ist, dann gucken wir uns kurz um. Also das ist ein wunderschöner Zug. Ach, leider vom Sonnenlicht ein wenig geblendet. Ich mache mal etwas, was nicht erlaubt ist. Ich gehe mal auf die Gleise. Ah, für so einen Screenshot. Hier so vielleicht. Oder? So, schnell wieder weg. Signal ist noch rot.
Wir gucken uns hier um. Hier vorne ist Gleis 5. Da steht die S2 nach Essen Hauptbahnhof. Okay. Da stand irgendwas von Verspätung. Haben wir Verspätung? Das Signal ist noch rot, ne? Ja. Eine Minute. Berlin Ostbahnhof. Das sind wir. So, Bremsen lösen und Leistung aufschalten. So, gucken wir uns mal ein bisschen hier um. Das hier ehemaliges Bahndirektionsgebäude. Und hier drunter ist ein Atomschutzbunker. Das Gebäude wurde auf einem Atomschutzbunker draufgebaut im Jahre 1956 oder so. Das hier Gebäude von der Postbank, ehemaliges. Handelshof hier vorne. Und ja, der Rest lässt sich leider nicht wiedererkennen, was so Szenerie angeht. Hier rechts die Strecke nach, das ist die Strecke Essen Hauptbahnhof Essen-Werden, die dann im Grunde genommen über Kettwig bis nach Düsseldorf führt. Huch, sorry. Also hier im Grunde genommen die S6, die hier lang fährt. Ja, die Weichen sind sogar richtig. In der Regel steht dann hier irgendwo, hier auf den Gleisen steht in der Regel irgendetwas, irgend so ein Bahnbaufahrzeug. Ah, schön, dass sie hier auch so diese verwitterten Gleise genommen haben, ne? Ist mir noch nie aufgefallen, auch hier so. Naja, gut, okay, passt zwar nicht so gut in, zusammen, aber nicht schlecht. Nicht schlecht. So, zurück in unseren Zug. Wir dürfen 140, glaube ich, fahren, ne? 130. Dann machen wir das mal. Ups. Bisschen zu viel Leistung aufgeschaltet. Signal ist grün und hier hinter dieser Weiche gleich dürfen wir dann 150 fahren. Genau, da ist schon das Schild. Dann nehmen wir die Leistung einmal runter. Stell die AFB schon mal mit der Taste R hoch auf 150. Hier sogar auf 160. Und schalten jetzt wieder Leistung langsam auf. Wobei an Krai Süd, wo glaube ich, ich glaube nur die RB40 Halter
wird betrieben von der Deutschen Bahn mittlerweile von mit Flirt-3-Zügen. Vorher noch von Abellio, aber Labello ist ja pleite gegangen. Kein Wunder, vielleicht sollte Bahninfrastruktur und Eisenbahn im Allgemeinen nicht wirtschaftlich funktionieren, sondern sollte eher auf Grundversorgung angelegt sein. Aber das ist nur meine Meinung. So, Vorsignal ist grün. Und das Hauptsignal auch. Ne, Moment, das war gar kein Hauptsignal. Oder doch? Ne, doch, das war eins, ja. Das habe ich auch schon mal erwähnt, da das Gebäude ist an sich gut getroffen mit diesem blauen Poster darauf, während wir hier in Wattenscheid vorbeifahren. Da ist dann aber irgendwie Werbung drauf, von wegen. Also, es sieht aus wie ein Autobahnschild, aber da ist halt irgendwie eine Form von Werbung. Wir sind zu schnell. Ich habe die Ankündigung nicht gesehen auf 140. Na, warum? So. So. Genau, also da ist Werbung drauf. Ich glaube, von irgendeinem Energieunternehmen. Ich weiß nicht von welchem. Aber immerhin haben die es angedeutet. Das ist ja schon mal was. Das zeigt auf jeden Fall, dass sie nicht nur hier bei dieser Strecke Google Earth benutzt haben oder so, sondern auch definitiv jemanden von DTG mal hier auf die Strecke hingeschickt haben, der sich das Ganze auch angeguckt hat. Weil sowas wird man natürlich nicht auf Google Earth erkennen. Vielleicht mit Google Street View in irgendeiner Form. Irgendwie von der Autobahn aus. Kann natürlich sein, dass man sowas auch nutzt. Ist ja keine schlechte Idee. Google Street View für Gleise, das fehlt. Gibt's ja. Gibt's ja übrigens, ne? Und zwar, ich glaube sogar das gesamte Netzwerk der Rätischen Bahn, also der RHB in der Schweiz, der RBH, Bahn, RBH, RHB, ich weiß es nicht, RHB, Rätische Bahn, der RHB, haben die tatsächlich so gemacht, dass die eine Lok genommen haben, da dann einen Flachwagen oder sowas dahinter gespannt haben und auf diesem Flachwagen so eine 360-Grad-Kamera, die dann alle paar Meter eben Fotos gemacht hat. Und tatsächlich kann man, ihr könnt das ja gerne mal selbst auch nachgucken bei Google, wenn man sich dann in der Street View Ansicht befindet, kann man tatsächlich, wenn man auf den Gleisen der Rätischen Bahn unterwegs ist, kann man da dann wie bei Google Street View eben über die Gleise fahren. Was natürlich ziemlich, ziemlich cool ist. Und wir müssen mal schnell runter mit der Geschwindigkeit, sonst gibt es eine Zwangsbremsung. Ah, verdammt. Ja. So kurz vorm Ende. Seht ihr es? Da vorne ist schon Bochum Hauptbahnhof. So kurz vorm Ende noch eine Zwangsbremsung bekommen. Ach, ist das bitter. Bremsen lösen sich schon mal langsam. Leistung aufschalten.
ist das ärgerlich, ne? Bochum Hauptbahnhof. Süß, dieses kleine Schild hier. Für wen ist das bitte? So klein. So, nicht schneller als 45. Wir haben nämlich Wechselblinken. Dementsprechend dürfen wir nicht schneller als 45 fahren, sonst gibt es die nächste Zwangsbremsung. So, Wechselblinken ist weg. Theoretisch dürften wir jetzt 85 fahren. Wobei, wenn 85er blinkt und 1000 Hertz Leuchtmelder an ist, dann. Ne, dann auch, glaube ich, 85, ne? Ja. Wir fahren jetzt mal trotzdem nicht viel schneller als 40. Lohnt sich ja gar nicht. Gut, mit ungefähr. Ja, 4 Minuten Verspätung. Kommen wir dann an, was ja übrigens laut Definition der Deutschen Bahn pünktlich ist. Denn unpünktlich ist man, glaube ich, erst ab 4:59. Oder 5:59. So, da hinten ist schon das rote Signal. Ist das nicht der gleiche Turm, der eigentlich in Mühlheim Hauptbahnhof steht? Oder bei Mühlheim Hauptbahnhof? Jaha. Ja, Türfreigabe. Ich finde Bochum Hauptbahnhof gar nicht mal so hässlich, muss ich sagen. Zumindest hier die Bahnsteigsüberdachung da links finde ich immer ziemlich cool. Hat so was Charakteristisches. So, und wir halten an. Oh, die Lichter sind gerade angegangen. Interesting. Tür auf. Sobald wir stehen, nämlich jetzt. Da ist die S1 nach Dortmund. Da ist der Lokführer. Schöne Lackierung, oder? Richtig, richtig schöne Lackierung. Die gefällt mir unglaublich gut. Also für Livery Designer Verhältnisse ist das schon absolute Top-Klasse. Das muss Stunden gedauert haben. Stunden. Das sage ich euch. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Okay. Dann würde ich sagen, mit diesem wunderschönen Bild hier verabschiede ich mich auch von euch. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche alles Liebe, alles Gute.